Hier ist Kai Pflaume. So. Ich sehe. Danke, Felix, danke, danke. Das Beste, was man in Corona-Zeiten kriegen kann, ein Applaus. Ja, absolut. Ich sehe aber ein bisschen Angst in deinem Gesicht, wenn ich so reinkomme, weil du denkst, oh Gott, das habe ich gleich. Nee, habe ich gar nicht vor. Ich habe einen ganz anderen Plan. Ich möchte gerne heute eine kulinarische Brücke schlagen. Ich bin ja regelmäßiger Hörer eures Podcasts. Ja. Meistens höre ich den übrigens beim Laufen. Ja, natürlich, weil du ja die Hälfte des Tages joggst. Genau, nur so kommen diese Zeiten auch zustande. Ist klar, ist gut. Weil ich weiß immer, umso schneller ich zu Hause bin, umso schneller kann ich den Podcast wieder ausmachen. Ja, ja klar, das ist ja nicht einfach selber praktisch da so zur Höchstleistung quälen. Spaß beiseite. Ja. Aber ich weiß ja, dass es gerade auch zwischen Jakob und dir gibt es ja gewisse kulinarische Differenzen. Das stimmt, ja. Das ist ein Leckermäulchen und ich bin so ein Funktionsesser. Genau, und heute wollen wir mal die Brücke schlagen und heute wollen wir auf der einen Seite mal gucken, wo wir uns kulinarisch finden. Und auf der anderen Seite kann ich dir auch mal zeigen, was gerade der heißeste Shit im Internet ist. Aber Kai, was hat Erbrochenes damit zu tun? Moment. Gut, dieses Essensding ist ja offenbar, ist das ja was. Und ich möchte von dir ja auch lernen, weil ich bin ja verhältnismäßig neu im Insta-Game unterwegs. Und ich will von dir natürlich wissen, wie jazz ich da die Zahlen hoch, also wie werde ich da wichtig? Insta-Game würde ich es bei dir noch nicht ganz nennen. Aber, Okay, was hat das jetzt mit deiner Pampe-Pizza dazu? Das ist ja erstmal Spaghetti Bolognese. Mhm. Ich sag mal, das Besondere daran ist die Kombination, weil das ist eine Spaghetti-Pizza. Ja. Und da sind Italiener in 2000 Jahren kulinarischer Geschichte noch nicht selber drauf gekommen. Aber ich kann dir sagen, da gibt es eine Internet-Community, die steht da sehr drauf, die feiert das sehr. Ja. Und das kann man ja mit verschiedenen Pasta dann belegen. Also eine Pizza und darauf dann Bolognese, Carbonara, wie man es gerade möchte. Ja, auch Spaghetti Scampi, Jakob. Oh, geht lecker. Geht auch. Ja, und ich muss sagen, das schmeckt tatsächlich lecker. Okay. Ja, aber es muss aber nicht unbedingt so sein, weil ich sehe, selbst du bist offensichtlich. Ja, ich bin jetzt noch so, ich bin das so unschlüssig. Ich denke immer. Aber würde Klasse jetzt Likes bekommen, wenn er das postet? Das ist das Ding. Du würdest eine ganz neue Zielgruppe erschließen, ja? Weil diese ganzen Freunde der Spaghetti-Pizza würden plötzlich sagen: Oh Mann. Ja. Mir ist das ja wirklich, also Kai, jetzt mal ganz unter uns. Mhm. Mir ist das ja scheißegal, warum da die Zahlen hochgehen. Mhm. Ne? Also ich mache alles, damit bei Insta das richtig explodiert. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, also da, ich soll das posten, da poste ich das. Ich habe das Redaktionshandy hier bekommen. Ich mache jetzt ein Foto, ich poste das später. Du musst andersrum. Aber mit drauf, ne? Damit die Leute es auch glauben, dass es wirklich von dir ist. Ja, das ist gut, das ist sehr gut. So sehe ich das. Ja. Und das petert jetzt den Account nach oben. Und ganz wichtig aber, Hashtag Spaghetti Pizza. Sicher? Ja. So, und was ist das jetzt alles? So, pass auf. Und wenn das jetzt ein bisschen mehr fancy sein soll, weil du bist ja, damit bist du ja in einer gewissen Community jetzt zu Hause. Jetzt willst du aber auch die Leute ansprechen, die sich mehr so Richtung Superfood orientiert haben, gesunde Ernährung. Und da musst du ganz wichtig im Porridge dabei sein. Was? Ja, Porridge, zu Deutsch Haferbrei. Ja, ich weiß, den kriegt man im Gefängnis. Schmeckt in der Tat wirklich gut. Kennst du vielleicht auch bei mir, du bist ja regelmäßiger Gucker meiner Insta-Stories, ne? Ja. Der Porridge of the Day. Dann kann man den ja auch noch ein bisschen anrichten. Aber jetzt ganz ernsthaft, also Kai, ne? Wenn ich sehe, wie du dann da dein Porridge da machst, ne? Jetzt ohne Argwohn, weil wir sind befreundet, wir kennen uns lange, so. Aber ich denke jedes Mal, was soll das? Warum, was macht er da mit seinem Porridge? Warum? Das sieht doch lecker aus. Ja. Also meine jungen Freunde würden jetzt sagen, das fühle ich. Ja? So, und sag mal, und diese ganzen Sachen, ne, woher weißt du das alles? Ich mache das jetzt einfach, weil ich gehe mal davon aus, das ist so. Woher weißt du solche? Naja, also grundsätzlich ist es nicht so schwer. Wenn man ein bisschen die neuen Medien nutzt, dann weiß man ja auch, was gerade so angesagt ist. Mhm. Und dann bin ich jetzt ja seit einiger Zeit
wie es, glaube ich, nicht an dir vorübergegangen ist, ja auch auf YouTube unterwegs. Das weiß ich. Ja, und da tauche ich noch mal ein bisschen tiefer ein. Und da nimmt man auch eine ganze Menge mit. Also wenn man dann die Leute so besucht, und das sind ja Gamer, Streamer, Autotuner zum Beispiel, oder auch Pamela Reif habe ich besucht, die wohl erfolgreichste deutsche Fitness-Bloggerin. Und da geht es ja auch viel um Ernährung. Wir können das uns mal angucken. Ehrenpflaume heißt nämlich der Kanal von Kai Pflaume. Und ja, das kann man sagen. Er hat einen Deep Dive ins Internet unternommen. Und hoffen wir, dass er aus diesem Rabbit Hole noch mal rauskommt. Aber hier erstmal ein kleiner Ausschnitt von seinem Besuch bei Pamela Reif. Und heute machen wir das Kai Pflaume Rezept. Ja. Mein eigenes Porridge. Ich würde die andersrum hinlegen. Ja, aber warte, nicht mit dem Finger da rein. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Und das Erste, was sie macht, ist, ja, oh, ich würde hier und ja, dreht erstmal die Pflaume auf links. So. Kann man sie angucken, und da hast du nicht nur die besucht, sondern ich hatte zwischendurch Angst, dass du da nie wieder rausfindest aus dem Internet. Ja, ich weiß, ihr habt euch ja ernsthaft Sorgen gemacht. Ne? Wir haben Sorgen gemacht, weil die von der ARD mich angerufen haben, gesagt, der ist uns verloren gegangen im Cyberspace, der ist auf der Datenautobahn irgendwo links abgebogen, keiner weiß, wo der ist. Aber irgendwann hat sich alles aufgeklärt. So, komm, wir machen jetzt die Pampe hier fertig, damit ich das posten kann. So, pass auf, hier hast du jetzt zum Beispiel Cranberries, ne? Das Cranberry ist super, ne? Viel besser als Rosinen. Ja. Nein, nicht einfach so, du musst das ein bisschen, das muss natürlich am Ende auch ordentlich aussehen. Ja, jetzt lass mich doch erstmal irgendwas drauf machen. Dann jetzt. Hier so ein bisschen Pinienkerne. Ja, sicher. Ne? Ist auch immer ganz wichtig. Ja. Das ist so gar nicht mein Ding, weil das hängt ja dann nur an den Zähnen. Also was ist das? Das ist so Chiasamen, nehme ich an. Ja? Kommt es gut an, wenn man ein Gesicht macht? Wenn man was macht? Wenn man so ein Gesicht legt? Jetzt können wir mal, das immer hier die ganze Zeit da immer so reinnervst. Nee, also ich bin hier gerade am Porridge machen. Ja, ist ja gut, da muss man Claudi. Sich auch mal ein bisschen drauf konzentrieren. Aber ich will, dass du das ordentlich machst. Immer wenn wir was mit Essen machen, da laberst du und ja, willst was wissen. Ja, weil mich das persönlich berührt. Du sagst 40 Sendungen gar nichts. Ja? Und dann geht's einmal um Essen und du stellst das alles sieht so lecker aus. 6 Sekunden eine Frage. Das kann nicht wahr sein. Der Jakob interessiert sich da jetzt natürlich sehr für. Der will ja demnächst mit mir einen Halbmarathon laufen. Ja, ja. Genau. Und dann kriegt er von mir ein Pferd geschenkt. Wieso nochmal? Wenn er das macht. Wenn du hast gesagt, macht, du hast gesagt, ich soll dem Pferd schenken. Ich habe jetzt aber irgendwie vergessen, wieso. Nein, es ging ja eigentlich um Geld. Also eigentlich wollte er ja Geld dafür, dass er das macht. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass du ja noch irgendwo ein Pferd zu stehen hast, mit dem du nichts anzufangen weißt. Ja, 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 und stimmt, dann habe ich vorgeschlagen, wenn er einen Halbmarathon läuft und auch schafft, dass er dann das Pferd von dir bekommt. Ja, das könnten wir eigentlich so machen. Willst du das haben? Also ich würde das Pferd nehmen. Ja. Ich esse es nicht super gern, aber da muss es rein. Ich möchte noch, wenn wir hier weiter machen, also hier Porridge machen. Ich will noch eine Sache, weil es wirkt immer so, als könntest du alles. Ne? So, du bist überall auf jedem Parkett zu Hause, aber es ist schön für die Menschen zu sehen, dass du keine Maschine bist, sondern auch nur ein Mensch. Er ist nicht der Übertyp, der immer 110% gibt, sondern manchmal gibt er auch nur so 20-30%, zum Beispiel, wenn er singt. Ich habe eine Idee, worauf du hinaus willst. Also eins ist sicher, ja? Wenn Masked Singer jetzt wieder losgeht, ich bin ganz sicher nicht in einer der Puppen. Ja. Und es gibt Gründe dafür. Wir schalten später übrigens noch rüber zu Oppenhövel und zur Generalprobe von Masked Singer. Wir werden heute schon mal die ersten Bilder sehen von den Originalpromis in den Kostümen und so weiter, ja? Aber jetzt sehen wir erstmal einen, der, sagen wir mal, nach 2 Sekunden aufgedeckt werden würde, wenn er da drunter da rumbrummt. Bitte schön. Hallo YouTube, wir kennen uns noch nicht lang. Boah, der war geil. Ja, der war richtig gut. Oh, oh, der war geil, Junge. Aber das Lang muss noch ein bisschen nach oben getrübt werden. Ja, das fand ich nochmal, mein Junge. Hallo YouTube, wir kennen uns noch nicht lang. Ja, damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Ehrenpflaume. Ja, so habt ihr mich genannt. Darum heißt jetzt mein Kanal so. Und dafür einen fetten Dank. Ihr nennt mich Ehrenpflaume. Dafür einen fetten Dank. Ihr nennt mich Ehrenpflaume. Dafür einen fetten Dank. So, Kai. Moment. Da müssen wir noch einen Satz zu sagen. Ich möchte verhindern, dass bei irgendjemand hängen bleibt, dass das ein ernst gemeinter Versuch war, irgendwo musikalisch auch noch aufzuschlagen. Das würde ich auch sagen, jetzt, ich war das Ergebnis bei Heiko klar und Roman Lochmann zu Besuch und die haben mich irgendwann gefragt, ob ich singen kann. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann haben sie gesagt, man kann aus jedem was machen. Und das ist dabei rausgekommen. Ach Quatsch, also, du warst scharf drauf, da geil abzucashen. Und dann ist das nicht so geil geworden, wie du dachtest. Und jetzt redest du das schön hier. So, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen praktischer arbeiten. Feigen, ne? So, das hatten wir schon. Was ist das hier eigentlich? Das kenne ich das gar sind, nicht. Das sind kleine Mini-Kiwis oder was ist das? Nein, das sieht nicht so aus. Das sind keine Mini-Kiwis. Ach, mach drauf, ist doch egal. Hauptsache, das kommt irgendwo her, wo man es sich... Es soll nicht... schon schmecken. Ja.
So. Komm, soll man den Porridge noch sehen? Du bist aber auch optisch sehr anspruchsvoll. Ne? Ich habe die Zeit wächst hier bei Prosim nicht auf dem Baum. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja, wir sind nicht in der ARD, wir können nicht für alles 20 Minuten brauchen. Ja. So, ich habe jetzt Porridge gepostet, Leute. Jetzt macht's Peng auf die Million, geht's zugelaufen. Ja, du hast hoffentlich auch Pamela Reif markiert. Ach, nee, dich habe ich markiert. Siehste, es ist mich ja blöd. Hast du markiert. Also, das ist recht auch. Aber du hast ja viel weniger Follower als ich, habe ich gerade gesehen. Ja, aber bei mir musst du das ja anders zählen. Wieso? Weißt du bist ja noch nicht ganz 50 und ich bin schon knapp drüber. Ja. Ja, und insofern gibt es da ja so wie bei Hunden, weißt du, man muss es in Hundejahren, dann muss er so hochrechnen. Das stimmt, das ist sehr gut, ja, wunderbar. Ah ja, okay, hier sieht man es nochmal. Na gut, okay, wir warten es mal ab, was da passiert.